Sie ist eine der schnellsten Segeljachten der Welt. Technologisch fortschrittlich, an Bord alles Hightech. Bei voller Fahrt erreicht die Ezimit Europe 2 Spitzengeschwindigkeiten bis zu 36 Knoten. Auf der Kieler Förde ging es eher entspannter zu. Letztes Jahr, wie gesagt, TP 52 ist 52 Fuß lang. Das Schiff ist ein 100 Füßer, 44 Meter hoher Mast. Viel Hydraulik, viel Kantenkiel, was der TP hat. Eines der schnellsten Rennjachten als Einrumpfboote, die es gibt. Und das ist einfach eine Herausforderung, mit so einem Schiff das perfekt zu beherrschen und perfekt zu segeln. Und ich glaube, alle Segler, die uns gesehen haben, die waren erstaunt, wie das Schiff eigentlich wie auf Schienen nahezu doppelt so schnell wie fast alle anderen durch diese See fliegt. Und das ist für uns natürlich als Segler hier an Bord auch ein gutes Gefühl, auf so einem schnellen Schiff zu sitzen. Zur Crew gehören Segelgrößen aus 8 verschiedenen Nationen. Ausgewählt werden nur die Besten der Besten. Das ist so einfach Knopf drücken und dann dreht sich eine Winch. Aber auch das muss genau getuned sein für genau die Anforderungen, die man hat, mit den richtigen Geschwindigkeiten, für die richtigen Kräften, die hinter den Schoten sind. Also es ist ein sehr, sehr kompliziertes System, was man beherrschen muss. Das ist aber wirklich wichtig, dass man hier Top-Crews zusammen hat, weil dieses System erlaubt nicht einen einzigen Fehler, dann würde dieses ganze Kartenhaus hier zusammenfallen. Und das können wir natürlich nicht erlauben. Das ist wirklich ein Millionenobjekt im besten Sinne. Und ja, es ist toll, so eine Gelegenheit zu haben, auf so einem Schiff zu segeln.